Hallo ihr Lieben, hier ist die Silvi von Silvis Welt und heute möchte ich euch mal meine total verrückte Schnullersammlung zeigen. Und zwar sind es mittlerweile weit über 80 Stück. Ja, es sind ganz, ganz viele, ganz, ganz schöne dabei. Ich liebe es total. Ja, das hat sich nach und nach so angesammelt. Die wenigsten habe ich gekauft, die meisten habe ich geschenkt bekommen, habe halt im Bekanntenkreis bei Freunden in Gruppen nachgefragt, ob man mir Schnuller schenken kann, die ausgedient haben bei Kindern, weil ich schneide vorne den Schnibbel sowieso ab und dann ist das ja egal. Bei ganz wenigen habe ich einen Schnibbel dran gelassen, weil das für Fotos manchmal besser ist. Jetzt gerade habt ihr gesehen, wie ich die bearbeite. Ich habe halt hinten, kommt der Magnet drauf, dann so eine weiße Gage drüber. Und damit ich die auseinanderhalten kann, schreibe ich dann immer noch die Anfangsbuchstaben der Ribbons dahinter. Ja, es sind ganz, ganz viele verschiedene. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Angucken und ich halte jetzt meine Klappe und bis dann. Tschüss!
So, ich hoffe, die Sammlung anschauen hat euch ein bisschen gefallen. Sollte jetzt ein Schnuller dabei sein, den es nicht mehr zu kaufen gibt und wo ihr sagt, muss ich unbedingt haben, kannst du mir den bitte, bitte geben, dann schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Außer bei dem Igelschnuller und bei dem Schnuller mit der Möwe, mit der Mütze obendrauf. Da muss ich sagen, der Igelschnuller ist für eine Freundin und der Möwenschnuller gehört ganz bestimmt mir. Tschüss!